So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Fall of the Republic Empire at War Expanded. Ist eine wunderbare Mod, zu finden auf Steam für das Force of Corruption Spiel. Wie der Name schon sagt, Fall of the Republic, wir spielen zu einem Großteil in den Zeiten der Klonkriege. Mit wunderbar musikalischer Hintermalung, neuen Formaten von Schiffen, Truppen und so weiter, einer komplett neuen Galaxis-Kampagne. Und ich denke, allein die Anfangsbilder drücken schon viel aus. Genau, ich würde sagen, wir fangen eine neue galaktische Eroberung an. Und in diesem Sinne würde ich tatsächlich einmal hier auf Back gehen, den Singleplayer auswählen. Ich spiele das Spiel auf Englisch, einfach um einen Großteil der Texte und Informationen für das Spiel parat zu haben. Wir gehen auf Galactic Conquest, Clone Wars Large, weil wir einfach geisteskomplex sind und uns da einfach irgendwie durchwurschteln. Genau, des Weiteren wählen wir uns die Galaktische Republik aus. Ich würde sagen, wir spielen schon irgendwie als Captain. Wählen unser Startjahr, dann nehmen wir 1, also Prä-Klonkriege. Also kurz davor, ne? Und ich würde sagen, wir starten rein in das Ganze und hoffen das Beste. Seit meinem letzten Spiel hat sich ein bisschen was verändert. Das heißt, wir haben hier viele neue Features, die wir uns gleich einmal angucken. So, es baut sich ganz kurz die Map auf. Aber das ist ja nicht weiter wild, ne? So. Wir sind in den Prä-Klonkriegen. Hier sieht's schon echt wild aus. Wer bist du? Was bist du? Du bist ein VAAT-Gunship. Cool. Interessant. Und wir sehen schon, wir haben viele bunte Punkte unten auf unserer kleinen Karte. Diese Punkte sind zu unterscheiden. Rot sind natürlich wir, die Galaktische Republik. Dunkelrot ist später hinzukommend. Das heißt, da wird sich erst noch einiges zeigen. Jetzt habe ich mir das Soundproblem und ich weiß nicht genau, wieso. Es scheint mit dem letzten Update ein bisschen verhunzt worden zu sein. Wir machen erstmal ohne weiter und ich werde eventuell etwas Star Wars Musik hinterlegen. Da gucken wir dann einfach gleich mal im Detail nach. So, blau ist ja, die Separatisten. Es steht immer hier oben die Konföderation. Weiß wäre in unserem Fall die Handelsföderation. Haben wir sonst noch wen? Achso, grün wäre dann zum Beispiel der Bankenclan und so weiter und so weiter. Wir sind hier ein bisschen in der Galaxis verteilt. Das ist ganz interessant. Das gefällt mir auch ganz gut. Wir starten uns mal hier mit diesem kleinen Icon aus. Da können wir sehen, wie weit ist der ganze Planet mit der orbitalen Verteidigung und der Bodenbesetzung versehen. Des Weiteren müssen wir Geld einnehmen. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ich würde sagen, wir klären das einfach mal alles gleich im Vorfeld. Das können wir hiermit einnehmen, da uns das Tax Collection and Agency, also quasi das Finanzamt, ja auch großen Teil Minus einarbeitet, müssen wir uns dazu der lokalen Infrastruktur noch widmen. Das ist wichtig. Wir wissen alle, Infrastruktur ist das A und O. Das machen wir hier und hier. Und natürlich auch, nein, andersrum, hier und hier. Das machen wir jetzt so an ein, zwei Stellen, einfach um ein bisschen weiterzukommen. Jetzt gucken wir mal hier, was wir hier noch Schönes haben. Oh, hier haben wir aber auch eine Menge guten Stuff, ne? Den hätte ich gerne noch. Genau, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wir haben Boden- und Lufttruppen. Das sind unsere Bodentruppen, das, ne? Wir haben Panzer, also Anlagen, wir haben diverse Bodentruppen, Infanterie. Und das können wir durch weitere Special-Gebäude ausweiten. Wir sehen das schon hier, wir haben zum Beispiel auf Coruscant die Senatskommandos oder halt die ARC Trooper oder halt den normalen Clone Trooper. In der Luft haben wir sowas wie zum Beispiel den Acclamator 1 Carrier Loadout. Oder halt
Die Light Assault Cruiser, also diese leichten Fregatten, auch Consolation Fregatten genannt, hier diese Konsulatsfregatten. Dann können wir uns noch besondere Helden raussuchen oder die orbitale Verteidigung durch Stationen weiter ausbauen. Dann können wir Fregatten und Kreuzer bauen und irgendwann natürlich auch Schlachtkreuzer, wie wir zum Beispiel hier bei Kuat sehen können. Ja, die Invisible Class Dreadnoughts, das sind Hammerteile. Praetor Mark I oder dann halt auch mal so ein Dreadnought, ne, so eine Mandator-Klasse. Das sind schon gute, gute Schiffe. Genau, ich wollte hier mal bei Kamino gucken, ob wir da was Besonderes haben. Ja, so wie Klontanks, wir haben orbitale Waffensysteme. Und damit müssen wir halt versuchen, das Ziel des ganzen Spiels ist halt, den Gegner platt zu machen. Also die Galaxis einzunehmen. Es wird ein langes Unterfangen, wird 2, 3 Tage in Anspruch nehmen, gebe ich zu. Aber ich denke, es wird sich lohnen. Da bin ich mir fast sicher. Ach hier, das gefällt mir nicht. Das ist doof. Ich denke, das Erste, was wir machen werden, ist Barlog angreifen. Und Barlog werden wir mit einer geballten Flotte angreifen. Ich denke, die drei werden wir hier zusammenziehen. Boden- und Lufttruppen. Dann werden wir Barlog einmal ganz direkt auf den Präfrontalkortex hauen. Ich denke, das ist eine Sache, die können wir hier mal machen. Ne? Hier ist ein Reparaturschiff, das brauchen wir schon mal nicht. Was ich aber haben möchte, ist nämlich gern so ein kleiner Suchtdroide. Genau. Genau, in diesem Sinne, ich denke, ich starte das Spiel nochmal ganz kurz neu für den Sound. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, bitte haut es gerne in die Kommentare. Ich stehe euch gern zur Verfügung. Ansonsten sehen wir uns gleich, wenn das Spiel neu gestartet ist. Und ich hoffe dann auch mit Musik. Bis gleich. Tschüss. So, und da sind wir endlich wieder drin. Und das freut mich. Guck mal, da sind wir im Game. Und wir haben sogar Sound. Der Kanzler erwartet uns und unsere Ansprache. Währenddessen schiebe ich schon mal meine ganze Flotte hier zusammen. Das wird ganz grandios. Mit viel Pompösität werden wir hier ans Werk gehen. Zack, den können wir hier kaputt machen. Das ist nichts, was wir auf lange Sicht gerne hier behalten wollen würden. So, die legen wir mal zusammen. Was haben wir hier denn noch an Bodentruppen? Guck mal, die nehmen wir auch alle mit. Die gehören auch alle uns. Die kommen mit nach hier. Hier sind die bösen Buben. Das wollen wir uns nicht antun. Und der Druide guckt sich mal die Geschichte an. Währenddessen möchte ich hier schon mal so eine CR-80-Korvette. Gerne als Vorhutschiff. Ich nehme gerne so Vorhutschiffe mit rein, die dann zuerst aus dem Hyperraum kommen. Guck mal, das sieht gut aus. Die haben noch nicht ganz so viel. Da greifen wir gleich mal an. Gleich mal zum Angriff. Ja, komm, Attacke. Die schnappen wir uns. Beginn. So, da sind wir aus dem Hyperraum gekommen. Wir schauen mal. Wir gehen gleich mal auf Pause. Pause ist immer, bei Strategiespielen ist Pause immer das Beste. Wir holen uns 2 Aquatins-Cruiser, 3 Akklamatoren und die Assault Load, also die schwer bewaffneten. Die bilden nämlich unser Rückgrat. Die kleinen Defensivschiffe. Und nochmal ein paar von den Dreadnought. Wir holen jetzt alles raus. So, mit dem hier müssen wir es erstmal aufnehmen. Das ist ein Destroyer, die gibt es auch nochmal als Carrier. Die sind besonders schwierig. So, euch hätte ich gerne mal hier vorne. Ihr macht nämlich hier echte Probleme, Kollegen. So. Und da kommen auch schon unsere Jäger. Aber auch ihre Schiffe. Das ist ja doof.
So, wir machen Pause. Die V-Wings sind meine Steuerung 1. Ihr seid Steuerung 2. Steuerung 2 greift einmal bitte hier an. Und ihr greift euch mal die hier. Und weiter geht's. Ich habe nämlich keine Lust, die großen Schiffe zu verlieren. So, ihr greift euch den, ihr greift euch den. So, guckt doch mal, ist das schön. Ja, guckt mal, da fallen die Schilde. So muss das. So, wie sehen hier die Schilde aus? Da sind wir noch außer Feuerreichweite. Ja. So mögen wir das. Okay, wenn wir den nämlich haben, dann können wir mit den großen Schiffen vorrücken und schnappen uns die kleinen. Zumindest wenn ein Großteil der Waffensysteme von der Golan 1 Station, von dieser Defensivbasis, weg ist. Würde ich mal behaupten, rücken wir gleich mal ein bisschen vor. Die hier schnappen sich mal den. Die rücken jetzt auf vor. So, guck mal, der ist weg. Der hier ist auch gleich weg, der Kollege. Alle Bomber greifen hier an. So, die Akklamatoren. Dann rücken wir hier nochmal vor. Ah, sie haben ihren Fehler schon erkannt. Wir sehen, sie treten den Rückzug an. Und genau so muss das und nicht anders, ne? Jawohl, guck doch mal, ist das schön. So mag ich das. So ist das ganz, ganz wunderbar. So, was haben wir hier auf dem Boden? Okay, das geht. Ich denke mal, da kommen wir mit unseren Truppen relativ gut hin. Und ich würde die tatsächlich auch als Grundinvasionsflotte nehmen. Das heißt, von da aus werden wir dann unsere Truppen durch die Gegend schicken. So, und zum Angriff. Okay, wir haben einen A5 Juggernaut, ein ATTE, die sind geil, die TX, die sind recht flott unterwegs, und die LAAT, oder die Gunships, die Landungsboote halt, ne? Gucken wir mal. Wir haben auch genug Schiffe für einen Orbitalschlag parat. Ich denke, das wird ganz gut. Dann lassen wir mal das Ganze nicht zu lange werden. Da würde ich mir den hier gern schnappen und den hier und noch einen Platoon. So, ihr nach hier. Hier ist das Besondere, wir müssen diese Landungspunkte einnehmen, um weitere Truppen runterzuschicken. Wir sind auf 5 Truppeneinheiten begrenzt. Holen wir uns hier noch die Arc Trooper. Und hier müssen wir nämlich die Bodengeschichten einnehmen und fertig machen. Gucken wir mal. Au. Zack. Oh, oh. Gut. Das war erschreckend einfach.
Okay, Sekunde, ich muss noch mal ganz kurz ins Audio. Das Master Volume und vor allem die Soundeffekte noch ein Stück runterpegeln. So. Dann können meine Dudes hier auch einmal ein bisschen vorrücken. Dann kommt der nach hier und der nach hier und der kommt definitiv nach hier. Ja, geil. Die Truppen rücken mal nach hier. Mein Kanonenboot mit Steuerung 1 möchte ich mal hier drüben haben. Mein Juggernaut nach hier. Der ATTE, der rückt auch mal ein Stück vor. Ja, so sieht das gut aus. So, 1 kommt mal nach hier. So, den Juggernaut möchte ich hier haben, den Panzer hier und die Sprinter hätte ich gerne hier. So, Juggernaut nach hier und jetzt können wir die Kollegen, wir haben hier nämlich ein Bombardement bereits parat, einmal hier vorsprinten lassen. Die sind recht zügig unterwegs, die Dudes. Ja, einfach weiterlaufen, Leute. Einfach weiterlaufen. Kommt schon. Ja. Und jetzt sehen wir unten auf der Karte, dass unsere Bomber bereits angeflogen kommen. Die machen uns jetzt ein bisschen den Weg frei. Das wird lustig. Jawohl, da haben wir sie. Jetzt dürften wir bloß noch die Bodentruppen hier haben. Und die kriegen wir so ausgeschaltet. Dafür haben wir genug Truppen. Der nach hier, der kommt nach hier. Zusammen mit dem. Und der sucht mir mal hier unten bitte den Platz ein bisschen ab. Ah, die schießen auf mein Schiff. Das finde ich nicht gut. Ziehen uns hier mal ein bisschen zurück. Jawoll. Guck mal, da ziehen sie sich zurück, die Feiglinge. Da haben wir hier die Superkampfdroiden. Hier Chancen haben sie aber nicht. Okay, wir haben zwei Truppen verloren. Dafür haben sie einiges mehr verloren. Gefällt mir aber auch noch ganz gut. Ja, da spielt schon die Thrawn-Musik im Hintergrund. Genau, ich würde aber sagen, das soll für heute erstmal reichen. Wir werden sehen, wie wir weiter vorrücken. Ob wir uns hier Quirilla noch einnehmen oder ob wir hier unten weiter vorrücken. Balmora zum Beispiel, auch eine sehr gute Geschichte. Und natürlich müssen wir auch ein bisschen gucken, dass wir in den äußeren, im äußeren Rand offensiv vorgehen. Ja. Aber das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Gerne ein Like und ein Abo dalassen. Kostet beides nichts, motiviert mich trotzdem umso mehr, weiterzumachen und mich hier so ein bisschen von Bildschirm zu setzen, ne? Mit euch zu quatschen und so. Genau. Ansonsten, für Tipps bin ich gerne offen. Wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. Ansonsten, vielen Dank. Haut rein und möge die Macht mit euch sein. Tschüss.